Hat verschiedene Applikationen. Er hat sich natürlich weiterentwickelt und wir sind ja mit dieser Innovation ausgezeichnet worden, weil das ein Handhabungssystem ist, was völlig ungefährlich ist, wird mit Druckluft betrieben und kann erstmalig im Arbeitsraum von Menschen eingesetzt werden, ohne Gefährdungspotenzial. Konventionelle Roboter sind einfach durch die bewegten Massen viel zu kritisch und von daher sind diese Konstruktion hier, die übrigens alle aus Pulver gedruckt sind, das sind also 3D-Drucke, ein neues Fertigungsverfahren, generatives Fertigungsverfahren, liegt eben an dieser aktiven Bigetorsion, die diese Wirkungsgrade ermöglicht. Der Kopf und der Schwanz, ähnlich wie beim natürlichen Vorbild, beweglich und dadurch auch für die Manöver. Das ist das erste Mal in dieser Form, dass aerodynamische Wirkungsgrade von 80% erreicht werden konnten. Das ist einzigartig und deswegen ist man noch nie so nah am natürlichen Vorbild wie hier. Und das passt zum Thema Energieeffizienz besonders gut, weil man darüber dann auch mit den Kunden auf einer Messe die Überträge und hat hier in Hannover seine Weltpremiere. Leistungsaufnahmen mit elektrischen Antrieben kann 15 Minuten und das Ganze ist möglich, indem man hier aktive Torsion überlagert hat in den Flügelschlag und das verdoppelt nahezu diesen Wirkungsgrad. Und das heißt für uns, wir bespielen das Thema Hannover Smart Efficiency auf den drei Feldern Ressourceneffizienz und eben das Ganze mit einer intelligenten Steuerungs- und Regelungstechnik, das Condition Monitoring, das heißt, wir können alle Flugdaten überwachen, optimieren und so kriegen wir einen solchen Wirkungsgrad hin.